Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man sich einen eigenen Webserver installieren kann, so dass man zum Beispiel PHP-Dateien auf dem eigenen Rechner kodieren kann und ausführen kann, um zu schauen, wie das dann so aussieht. Zuerst öffnen wir unseren Standard-Webbrowser und dann navigieren wir zu XAMPP Download. Suchen. Dann haben wir hier die Apache Friends. Da mal draufklicken. Und hier haben wir schon unsere XAMPP für Windows-Version. Wir können die neueste Version runterladen oder die Vorgängerversion, je nachdem, welche wir brauchen, und runterladen. Ich nehme mal die ältere Version. So, und Datei speichern und schon wird es heruntergeladen. So, XAMPP ist nun heruntergeladen und wir können es installieren. Hier einfach XAMPP starten, Installation starten. So, das war eine kleine Warnung, nicht so wichtig, und hier wir wollen alle Optionen installieren, einfach Next. XAMPP auf C. Wir können natürlich, wenn wir mehr Partitionen haben, es in ein anderes Verzeichnis verschieben, auf eine andere Partition, in ein Verzeichnis, wie auch immer. Ich belasse es da ganz gerne auf C und einfach durchklicken. So, das Ganze wird jetzt ausgepackt und installiert. Hier wird jetzt unser Firewall eingeblendet. Den Zugriff für unser privates Netzwerk müssen wir natürlich zulassen. Und so, das war's. Jetzt starten wir sofort XAMPP Control. So, und nun starten wir Apache. Nach dem Start von Apache wird Apache grün unterlegt. Wir wollen noch MySQL und FileZilla starten. MySQL für die Datenbanken, die man so braucht, wenn man eine eigene Website betreibt, auf eigenem Webspace, und natürlich auch hier den Zugriff für die Firewall zulassen bzw. die Firewall abstellen. Und noch FileZilla starten, das ist ein FTP-Client, und auch hier den Zugriff zulassen. So, das war's. Jetzt können wir das Ganze minimieren und wir können unseren Standardbrowser starten.
Und wenn wir jetzt eintippen Localhost, kommen wir ins XAMPP-Verzeichnis und dort können wir unsere Sprache auswählen. Hier, ich wähle Deutsch aus und jetzt können wir hier unsere PHP-Informationen über unseren Server abfragen und zum Beispiel in den PHP MyAdmin wechseln. Hier können wir Datenbanken erstellen für unsere Webseiten. Hier sind ein paar schon vorinstalliert. Und ja, jetzt können wir uns unsere eigene Website anlegen. Dazu müssen wir natürlich zuerst zum XAMPP-Folder navigieren, dazu auf das C-Verzeichnis zugreifen, dann im Ordner XAMPP rein und dort in den Ordner htdocs. Nun, hier können wir unsere eigene Website einstellen. Hier, ich kreiere nur noch schnell noch einen Ordner mit dem Namen Website. Und hier drin kann ich zum Beispiel ein HTML-Datei einstellen. HTML. HTML. So. Ganz schnell gemacht. So, das Ganze speichern wir ab. Speichern unter und jetzt in C, XAMPP, htdocs, Website und hier unsere index.html abspeichern und jetzt in unserem Standard-Webbrowser tippen wir ein localhost slash website, Enter und wir sehen hier meine neue Website Hallo Welt. Natürlich, wenn man das Ganze in HTML schreibt, geht es auch ohne Webserver, aber wie gesagt, will man PHP ausprobieren, braucht man einen lokalen Webserver. Und dazu ist XAMPP sehr gut geeignet, da man nicht sehr viel machen muss, einfach nur installieren und loslegen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.